So viel dazu. Ja, war eine geile Runde im Doppelpass. Also mir hat es extremst viel Spaß gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Es war sehr geil. Ich überlege gerade, wo ich mal anfange. Soll ich euch denn ab? Was wollt ihr denn? Also ihr könnt auch gerne eure Fragen dazu raushauen, wenn ihr irgendwelche Fragen habt. Übrigens, Dankeschön für den Level 10 Hype Train, das ist sehr korrekt. Hier auf. Ich fange mal mit dem Ablauf an. Also, wie war es hinter den Kulissen? Es war extremst entspannt. Also, ich habe. Wie heißt es? Ich habe den Abend vorher mich nochmal. Also, ich habe den Abend vorher einmal die finalen Themen alle bekommen, dass wir halt so ein bisschen über Dings, über Dortmund reden, über Stuttgart, was war noch? Hoffenheim, die Eberl-Thematik und über Schalke halt. Bei Schalke muss ich sagen, hatte ich keine Vorbereitungszeit, weil da bin ich halt drin. So. Aber ich habe mir halt nochmal so ein bisschen Dortmund durchgelesen, mir ein paar Statistiken angeguckt, nochmal so ein paar Berichte einfach gelesen, weil wenn ich jetzt, keine Ahnung, ich finde das Schlimmste, und das sage ich auch immer, ist, wenn Leute über Themen reden, von denen die halt offensichtlich keine Ahnung haben. Und ich finde, wenn man in so einer Runde sitzt, dann sollte man sich halt auch in die Themen einlesen. Und das habe ich dann gestern Abend noch gemacht, habe ich mir so 3 Stündchen für Zeit genommen, habe nochmal Hoffenheim, Stuttgart und Dortmund studiert. Bayern München war ja noch ein Thema, da muss ich sagen, bin ich aber auch eigentlich relativ drin. Hab mir das dann nochmal ein bisschen angeguckt. Ja, dann bin ich relativ früh pennen gegangen und dann heute ganz entspannt aufgestanden. Deine Musiala-Statistik war zum Beispiel eine 1+, aber checkt da keiner in der Runde. Ja, ich weiß gerade auch noch die Frage darüber, ob ich da so ein Sheet, so ein Factsheet von der Redaktion bekommen habe oder hast du dir das selber erarbeitet? Da muss ich sagen, auch mal meine eigene Show loben. Ich hoffe, Pit Gottschalk sieht das. Auch mal hier Kritik von der Twitch-Show mitnehmen. Die bedeuten kleiner, ist aber sehr egal. Meine Gäste, lieber Pit, kriegen einen Factsheet. Ja? Wenn ich eine Sendung habe, habe ich ein Team, was Fakten zusammenschreibt über die einzelnen Themen, die sich die Gäste vorher nochmal angucken können. Ich habe mir gestern alles selber erarbeitet. Weird Flex an der Stelle, aber nein, macht ja jeder so. Es gibt die einen, die wahrscheinlich dann sagen, ja, ist besser, wenn jeder seine eigenen Informationen zusammensammelt. Aber ich habe da jetzt nicht irgendwie gesagt bekommen, yo, Broski, guck dir mal das an und sag mal dann zu dem Thema das hier. So, ich habe einfach mich abends nochmal in die ganzen Themen eingelesen. Was waren dabei? Ich habe zum Beispiel mich über Stuttgart informiert, wo ich jetzt zum Beispiel vorher gar nicht drin war, was dann auch leider in der Sendung nicht thematisiert worden ist. Ich habe mir diesen ganzen Streit zwischen Hitzlsperger und dieser Vorstandssituation auf Stuttgart mal angeguckt, beziehungsweise den machtinternen Kampf dabei beim VfB Stuttgart. Dann habe ich mir angeguckt die finanzielle Situation bei Borussia Dortmund. Bei der Dortmund-Geschichte muss ich sagen, bin ich ein bisschen traurig, dass ich da so wenig Redeanteil hatte, weil da hatte ich eigentlich noch ein paar ganz gute Takes, weil es war ja zum Beispiel so, also die kann ich ja jetzt hier auch noch, wenn ich mich mal darauf vorbereitet habe, führe ich die jetzt hier aus. Es ging zum Beispiel darum, ja, warum Borussia Dortmund so inkonstant diese Saison ist, warum die nicht eingespielt sind und so Sachen, die ich zum Beispiel erarbeitet habe, relativ simpel. Erzähle ich euch jetzt auch nichts Neues, ne? Erling Haaland ist halt weg. Die haben letztes Jahr nach 10 Spielen 26 Tore gehabt. Dieses Jahr haben die nach 10 Spielen 13 Tore. Ist nur die Hälfte. Die Spieler, die das kompensieren sollen: Malen, Modest, Adeyemi und Mokoko, die ich in meinem Beispiel, also die nehme ich jetzt in meinem Beispiel, die so grundlegend fürs Tore schießen, so sind, die kommen halt bis jetzt in 10 Spielen. Ich habe jetzt das Stuttgart-Spiel ausgeklammert. Die kommen, glaube ich, auf 7,6 Expected Goals oder so. Ne? Und da siehst du halt dann schon ein bisschen den Unterschied. Wenn es halt so um dieses Thema Bayern versus Dortmund gegangen wäre, hätte ich ganz gerne noch angeführt, weil ich das immer so sehr interessant finde, weil bei Borussia Dortmund wird irgendwie immer so davon geredet, die haben so eine geile Mannschaft zusammen und die sind so talentiert und da übernimmt aber keiner Verantwortung. Und dann denke ich mir halt immer so, ja, was erwartet ihr denn auch im Vergleich zu den Bayern? Bei Dortmund gibt es ja de facto keinen Mannschaftskern. Und ich habe mir das dann mal angeguckt und habe mir gedacht, okay, was nehme ich mal als Fixpunkt? Könnt ihr euch noch an die Saison 2017, 18 erinnern? Oder 18, 19, ich müsste 17, 18 gewesen sein. Nee, Quatsch, müsste 18, 19 gewesen sein in der Hinrunde. Da hat doch Dortmund 3-2 gegen Bayern gewonnen, ne? Das war dieses legendäre Spiel, da hat Jadon Sancho Hummels irgendwie in einem Konter auf 20 Metern gefühlt 30 abgenommen. Reus hat ein ziemlich geiles Tor gemacht, da hat Bayern zwischenzeitlich 2-1 geführt, erinnert ihr euch? Bestimmt. Da hat Dortmund auch dann zwischenzeitlich kurz irgendwie rund um das Spiel mal zwischenzeitlich 9 Punkte Vorsprung auf Bayern gehabt. Erinnert ihr euch, oder? Und was ich mir dann zum Beispiel, genau, der Alcázar-Treffer.
Und was ich mir dann zum Beispiel mal angeguckt habe, ob diese These stimmt, dass bei Dortmund halt wirklich so viel Fluktuation ist. Und jetzt Fun Fact, und das ist halt ehrlich krass, ich habe mir beide Startaufstellungen angeguckt, Borussia Dortmund 2018 versus Bayern 2018. Und bei Bayern sind in der Startelf 5 Spieler immer noch im Verein aus der damaligen Startelf. Und bei Borussia Dortmund tatsächlich nur noch ein einziger. Und das ist halt ein Unterschied, ne? Vor allem bei Bayern sind halt nicht irgendwelche Randoms geblieben, sondern da stand in der Startelf Goretzka, Kimmich, Müller, Neuer. Wer war der fünfte? Kimmich, Müller, Gnabry. So, und das sind halt alles Schlüsselspieler, ne? Solche Sachen habe ich halt noch erarbeitet, um mich da mal mitzunehmen. Ich will da jetzt aber auch nicht zu sehr ins Detail gehen, aber ja, war ganz geil. Also es hat auch mal wirklich Spaß gemacht. Deshalb feiere ich ja auch meine, war das Coman, nicht Gnabry? Ist ja auch egal. Es war wirklich sehr entspannt da. Es war wirklich, wirklich sehr entspannt. Die Runde war richtig cool. Dann absolut, muss ich sagen, positiv überrascht von Stefan Effenberg. Habe ich ganz anders eingeschätzt, ne? Ihr wisst gar nicht, wie viele Leute zu mir gegangen sind, die selber auch schon mal im Doppelpass waren und gesagt haben, ey, Broski, pass auf, leg dich nicht mit dem Effenberg an. Wenn der will, dann f***t er deinen Auftritt. Und ich schwöre es euch, Effenberg und ich sind aber mal ganz krass diese hier, ne? Ich bin mit dem so krass auf einer Wellenlänge. Absolut geiler Typ, ne? Ich habe auch ein paar Szenen für meinen Vlog aufgenommen. Also wirklich sehr, sehr korrekter Typ. Da wurde ich eines Besseren belernt. Ich habe bei Effenberg immer so ein bisschen den Eindruck von außen gehabt, dass der halt so sehr... Was ist denn das richtige Wort? Ich hatte immer das Gefühl, dass Effenberg vor allem für so die neue Generation einfach kein Ohr hat, weißt du? So, ich dachte bei Effenberg immer, da kommt so einer mit einer Expected Goals-Statistik und dann denkt er sich schon, halt die Fresse, du hast keine Ahnung. Ich dachte, der ist so einer von dem Schlag, aber ich habe mit dem wirklich ganz entspannt über Fußball diskutiert. Der war auch voll interessiert daran, was ich so mache, wo ich herkomme. Ich habe dem dann ein bisschen über die Show erzählt, wir haben uns viel über Schalke unterhalten, dann generell über das Fußballgeschehen. Also Effenberg wirklich sau korrekt gewesen und war wirklich auch mal eine Ehre, den zu treffen, weil das ist ein legendärer Fußballspieler ist, darüber brauchen wir nicht reden. Und ja, Effenberg wirklich super korrekt gewesen. Dann der Kollege von Hoffenheim war auch wirklich sehr in Ordnung. Wir waren nach der Show, waren wir noch zusammen Mittagessen. Da war der Effe aber nicht mehr dabei, weil der zu diesem Legendenspiel gegangen ist. Im Olympiastadion in München. Aber es war sehr, sehr cool, muss ich sagen. Sehr, sehr cool. Und Effenberg, der Ehrenbruder. Ich sag euch ehrlich, Sachen, die sich vor 4 Jahren komisch angehört hätten. Stefan Effenberg, folgt mir bei Instagram. Und das ist ein Flex. Ja, der Rosen war sehr, sehr sympathisch. Ne? Der Rosen war sehr, sehr sympathisch. Und das ist halt, ich liebe ja sowas. Ich komme ja aus einer absoluten Fußballfamilie, wo wirklich von Onkel bis Vater bis Onkel, selbst die Tante, meine Cousins, die sind ja alle fußballbekloppt. Ne? Und weißt du, du hast eine Fußballsendung, du quatschst 2 Stunden über Fußball, gehst danach mit den Leuten essen und es wird halt 2 Stunden lang weiter über Fußball gequatscht. Und ich habe es mies gefühlt. Ne? Also die waren alle super in Ordnung. Und was ich da sagen muss, wo ich einfach total stolz auch auf meine Kollegen im YouTube- und Streaming-Bereich bin und wenn ich da auch nur ansatzweise einen Prozent zu beigetragen habe oder immer noch beitrage, dann bin ich auch ein bisschen stolz auf mich. Die Entwicklung zu sehen, wie Leute auf Social Media, Twitch-Streamer, YouTuber, mittlerweile wirklich diesen hier sind, mit Leuten aus dem linearen Fernsehen, das ist wirklich sehr cool zu sehen. Wäre ich da vor 3-4 Jahren gewesen, hätten mich vor Ort wahrscheinlich alle Leute angeguckt wie ein Alien. Es war unfassbar auf Augenhöhe. Also glaubt mir, da war wirklich keiner dabei, auch von den Gästen, der sich irgendwie gedacht hat, ey, jetzt kommt irgendwie der Influencer-Schwanz oder so. Sondern ganz im Gegenteil, die waren super daran interessiert, wie das, sag ich mal, so die neue Generation macht. Und das war richtig geil. Ne? Also das ist ja auch das, was ich so total feiere. Ich habe ja jetzt auch schon so ein bisschen Erfahrung durch meine Ed Broski-Show und wir laden da ja auch Leute ein aus der Medienlandschaft, aus der linearen Fernsehwelt oder aus den linearen Medien. Und das ist schon sehr cool. Das ist schon sehr, sehr cool. Und ich muss auch dazu sagen, ich hatte halt auch wirklich ein paar Berührungspunkte schon. Ne? Ich habe mit Pitt lange telefoniert vorher. Ich bin ja mit Jana sehr, sehr gut. Dann, Digga, das ist auch so lustig, ne?
Erste Pause von der Sendung. Der Moderator guckt mich an. Der Moderator guckt mich an, ne? Der König guckt mich an. Simon, ich brauche dich einmal ganz kurz. Ich so, oh. Was habe ich verbrochen? Was habe ich falsch gemacht? Hast du eine Autogrammkarte mit? Ich brauche eine für meinen Sohn. Ja, Grüße gehen raus an Karl. Ist im Vlog drin. Digga, sehr, sehr cool. Sehr, sehr cool. Aber ja, war lustig da vor Ort, ne? Also mit dem Stefan Reuter habe ich mich auch sehr gut verstanden. Der ist ja auch ein guter Freund und arbeitet ja auch mit ihm zusammen, mit André Breitenreiter bei Hoffenheim. Ich habe ihm meine kleine Anekdote über André Breitenreiter erzählt, wie ich mal unwissentlich auf ihn getroffen bin bei Sky. Da haben wir sehr herzlich drüber gelacht. Und ja, das war einfach wirklich ein sehr, sehr angenehmer Tag. Also von allen Beteiligten wirklich richtig, richtig cool. Das Einzige, und da muss ich sagen, weil mir das jetzt schon ein paar Leute geschrieben haben, auch jetzt hier schon im Chat, wo ich sagen muss, da gebe ich halt wirklich einen ganz feuchten Furz drauf, ne? Und das ist auch klar, ich bin in einer Sendung, und das wissen die ja auch selber, ich bin in einer Sendung, wo das Publikum, würde ich mal sagen, wie bin ich denn jetzt auf Stefan Reuter gekommen, Digga? Es tut mir leid, ey, ich habe nicht viel geschlafen und bin den ganzen Tag unterwegs, Alex Rosen. Hey Alex, weil du siehst, nicht böse gemeint, ja? Nicht böse gemeint. Stefan Reuter ist bei Augsburg, alles gut. Aber ja, also ist doch vollkommen normal, wenn man in einer Sendung ist, die eher für ältere Menschen, ohne es jetzt irgendwie despektierlich zu meinen, in einer Sendung für ältere Menschen ist, dass da halt einfach vielen Leuten vor den Kopf gestoßen wird, ne? Und ich habe auch ein paar Kommentare gelesen, so auf YouTube und bei Instagram. Mein Gott, das sind halt irgendwelche 50, 60-jährigen Ullis oder so. Die hören halt dann YouTuber im Doppelpass und die sagen dann, ach, die Welt geht unter. Jetzt schicken sie schon die Social Media Heinis dahin, um Reichweite zu bekommen, die nicht mal Ahnung haben. Ich finde, ein YouTube-Kommentar hat es unter der Doppelpass-Sendung oder diesem Doppelpass-Ausschnitt eigentlich ganz gut getroffen, weil ich habe mir das auch ein bisschen durchgelesen und es ist halt wirklich lustig. Kein Scheiß. Ich habe über meinen Auftritt nicht eine einzige negative Kritik gelesen über das, was ich inhaltlich gesagt habe, sondern nur über, wie scheiße ich aussehe, dass ich ein YouTube-Heini bin, dass ich ein Influencer-Spasti bin, dass Geld geil wird, keine Ahnung, irgendwas, was ich halt irgendwelche Leute, die mit mir nichts anfangen und für die vielleicht dieser Begriff YouTuber, Social Media eine Red Flag ist, sich dann halt aus dem Arsch ziehen. Und dann denke ich mir halt so, ja gut, dann ist es halt so. Und ich weiß ja auch selber, wie das Showgeschäft läuft. Und vielleicht sollte man den Leuten das dann auch mal draußen erzählen. Ich kann euch eine Sache sagen. Die Leute bei Sport 1 waren, so wie ich das mitbekommen habe, sehr, sehr zufrieden über meinen Auftritt. Ich glaube, so wie ich das wahrgenommen habe, meine Community ist ja auch sehr ehrlich. Ich glaube, vor allem so in der Fußball-Bubble auf Twitter und so, die haben es, glaube ich, auch krass gefeiert. Die Leute bei Sport 1 waren zufrieden. Und wenn du einen kontroversen Gast dabei hast, Bruder, das ist das Beste, was dir als Talkshow passieren kann. Das Schlimmste, das Allerschlimmste wäre ja gewesen, hätte ich da gesessen und es hätte keine Sau interessiert. Aber in dem Moment, wo halt irgendwelche 50-jährigen Ullis sich halt in solchen Kommentaren über den YouTube-Ulli beim Doppelpass aufregen, das ist, sollte man ihnen vielleicht erzählen, dass es sogar eher gut für mich ist. In dem Sinne, guten Hunger. Ich kann das natürlich verstehen. Jeder Mensch hat Vorurteile irgendwie so, aber uiuiui. Ich finde es halt manchmal so ein bisschen schade und anstrengend, wenn man dann quasi direkt in so eine Schublade gesteckt wird, ne? Weil ich glaube, wenn du dir, ihr könnt euch ja die Kommentare mal durchlesen oder so, ich will es ja auch nicht totschweigen, ne? Da stehen halt so ein paar Sachen drin. Aber wenn man sich das ja mal durchliest, was steht denn da drin? Ja, die Welt geht jetzt unter, da sitzt einer von YouTube. Ich kann euch aber dann schon mal sagen, das wird der Franz sein, der ist über 50, der hat von YouTube und Twitch bis jetzt nur aus den Medien gehört. Und wenn man dem jetzt sagen würde, ich habe eine eigene Fußball-Talkshow, dann wäre wahrscheinlich schon die Überforderung erreicht, ne? Also, du merkst halt bei solchen Leuten, dass die sich halt nicht informiert haben, ne? Wenn ich da jetzt irgendwie den Kommentar gelesen hätte, ja, Alter, der Broski hat ja nur Scheiße gelabert und die Statistik, die der rausgehauen hat, war Scheiße. Das, was der hierzu gesagt hat, war Kacke. Das hier war inhaltlich falsch.
dann wäre es was anderes gewesen, wenn irgendwelche, ihr wisst, glaube ich, was ich sagen will. Deshalb alles entspannt. Ich habe damit gerechnet, da Pitt hat mich auch so ein bisschen vorgewarnt und meinte, das wird halt passieren, ne? Weil da halt einfach zwei Generationen aufeinandertreffen. Ich weiß nicht, wer den Doppelpass ab und zu mal guckt. Irgendwann war ja mal Busty Red das erste Mal da. Und, Bruder, der hat inhaltlich wirklich richtig gute Sachen gesagt. Aber die Leute haben den, die Doppelpass-Zuschauer haben die den Tod gewünscht, weil er eine Kappe getragen hat und das respektlos ist. Ist halt eine andere Generation. So, ne? Ich will mich auch gar nicht irgendwie über die stellen oder so. Ich weiß nicht, wie ich mal bin, wenn ich 60, 70 plus bin oder so. Aber, mein Gott. Ja, mein Gott. Die Jungs von One Football haben aber auch ein bisschen Stimmung für dich gemacht. Erzähl, was haben die gesagt, die Ehrenmänner? Haben die gestreamt heute oder was? Ah, die streamen sogar. Der liebe Grüße. Nee, war wirklich sehr, sehr geil. Und was ich sagen muss, das habe ich auch, weil ich glaube, Steini ist gerade im Chat oder war es zumindest. Was ich sagen muss, ich bin sehr froh, dass ich jetzt zu sowas eingeladen worden bin und nicht irgendwie schon vor einem Jahr, sage ich mal. Weil dadurch, dass ich jetzt schon so ein paar Ed-Broski-Shows gehabt habe, ich muss sagen, ich bin glücklicherweise bei sowas halt gar nicht mehr nervös, weil ich das halt schon ein paar Mal gemacht habe. Klar ist nochmal was anderes, wenn ich irgendwo eingeladen bin, als wenn ich meine eigene Show mache. Aber es war echt super entspannt so, ne? Also, das war echt cool. Und die Leute vor Ort waren halt wirklich super entspannt. Hätte ich das vor einem Jahr nicht gemacht? Ja, angenommen hätte ich sowieso. Aber vor einem Jahr hätte ich mich wahrscheinlich, zwei Minuten vor Sendungsstart, hätte ich mich wahrscheinlich eingepisst. Plus eins, dass du öffentlich im TV zugegeben hast, dass du viel träumst. Da musste ich auch dran denken. Als ich das gesagt habe, dachte ich mir auch gerade so. Ja. Also mein Dad hast du überzeugt. Seine erste Aussage war, was haben YouTuber da zu suchen? Am Ende der Sendung hat er gesagt, inhaltlich echt besser als die meisten Journalisten da. Dankeschön. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Mehr Druck in der eigenen Show oder als Gast im Doppelpass? Also ich sag dir ehrlich, in der eigenen Show viel mehr Druck, weil du halt das Ding selber carryen musst. Wenn du als Gast in der Show bist, dann kannst du auch mal, wenn es um irgendein Thema geht, wo du halt gerade nicht so Bock drauf hast, dich halt auch mal ein bisschen passiver verhalten. Wirkt aber schon so, dass der Typ neben dir jetzt nicht viel von dir hält. Der Typ neben mir, der links neben mir, ne? Ich habe leider seinen Namen vergessen, aber Steini hat mir lustigerweise genau das Gleiche, ich habe gerade mit Steini ein bisschen geschrieben, als ich gelandet bin, und Steini hat mir genau das Gleiche gesagt. Er meinte, es kam im Fernsehen so rüber, dass der Typ links neben mir mich richtig scheiße fand und immer so kritisch geguckt hat, wenn ich irgendwas erzählt habe. Aber ich war voll cool mit dem, Digga. Ich war richtig cool mit dem. Keine Ahnung, sah wahrscheinlich nur so aus oder war wahrscheinlich so ein Eindruck, ne? Also ich habe zum Beispiel in den Zwischenpausen mich immer mit Effenberg und ihm unterhalten. Ein bisschen mehr mit Effe, muss ich sagen. Effe ist wirklich absoluter Ehrmann. Stefan Effenberg hat sogar auch einfach, weil er ein absoluter Ehrenmann ist, sogar halt so ein paar Dinger für meinen Vlog aufgenommen. Ich bin ehrlich verliebt in Stefan Effenberg. Ich kann euch auch sogar sagen, warum. Und ey, ich hoffe, Effe sieht es nicht und denkt jetzt falsch von mir. Aber ich dachte bei Stefan Effenberg vorher, dass es wirklich so, ich habe mich gerade darüber beschwert, ich habe auch in eine Schublade gesteckt. Ich habe auch wirklich gedacht, das ist halt so ein Ex-Profi, der denkt, der weiß alles über Fußball und wenn dem irgendjemand anderes was über Fußball erzählen will, schaltet er auf Durchzug und denkt sich, halt die Fresse, du bist 24, als ich gut gekickt habe, da warst du noch flüssig, also erzähl mir nichts, ich nehme dich nicht ernst, Social Media, verpiss dich. Und Digga, 0,0, also so unfassbar entspannt, gar nicht von oben herab, komplett auf Augenhöhe, mega sympathisch, wirklich. Also ich liebe das ja, wenn ich mich in Menschen täusche und eines Besseren belehrt werde. Ja? Sehr respektvoller Umgang. Ja, zum Beispiel kurz vor der Show. Ich bin zu Effe gegangen. Und Selbstvertrauen wirkt oft unsympathisch. Ja, das wird mir lustigerweise sogar in den Sport1 YouTube-Kommentaren vorgeworfen. Ja, Bruder, tut mir leid, dass ich halt nicht anfange zu weinen, wenn ich im Doppelpass sitze, Mann. Ich würde doch nicht dahin gehen, wenn ich kein Wort rauskriegen würde. Ich werde doch eingeladen, um zu reden. Was soll ich denn machen? Ja, nee, also super, super entspannt. Super entspannt. Aber ja, also, ja genau, ich wollte was vor der Sendung über Effenberg erzählen. Effenberg, Simon, du träumst doch nicht ernsthaft von Tedesco. Simon fängt erstmal an zu weinen. Digga, hast du den Ausschnitt auf Twitter gesehen?
Junge, ich schwöre, wir leben aber auch mittlerweile auf einem komischen Planeten, ne? Wir leben mittlerweile wirklich auf einem saukomischen Planeten. Effe sagt irgendwie so, ja, aber Bro, du, also, Zitat, du kannst dir noch nicht vorstellen, dass wirklich, dass jetzt wirklich Tedesco zu Schalke geht. Der Verein ist doch viel zu klein für ihn, ne? Jetzt, wo der mit Leipzig Pokalsieger und so geworden ist. Und ich meinte halt zu dem, naja gut, vielleicht hat er ja ausnahmsweise mal wieder Bock auf einen Traditionsverein. So, ein kleiner Schmunzler. Bruder, und da haben sich halt wirklich Leute drüber aufgeregt, weil das respektlos gegenüber RB Leipzig ist. Ja, Junge! Kennst du das Stilmittel einer Hyperbel, wo man übertreibt? Kennst du Sarkasmus? Mann! Junge! Wahrscheinlich meine ich das böse oder so. Nee. Aber war sehr cool, ja. War sehr cool.